Das Trainingslager in Spanien ist mittlerweile in vollen Gängen. Wir sind schon angekommen an Tag 3 und heute wollen wir uns mal treffen mit unserem Kapitän, mit Patrick Meinker. Worüber wir sprechen, das seht ihr jetzt. Hey Patte, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, mit euch macht es auch immer sehr viel Spaß. Hab mich natürlich hier nicht lumpen lassen und schon mal alles vorbereitet. Würde sagen, wir können eigentlich direkt anfangen. Schöne Aussicht, danke. Sehr gut. Die Vorbereitung, wenn man es überhaupt Vorbereitung nennen kann, ist dieses Jahr halt extrem kurz. Deswegen ist nicht viel Zeit irgendwie an Kondition und Ausdauer zu arbeiten. Aber über die kurze Pause werden wir auch nicht viel verloren haben. Trotzdem sind die ersten Einheiten jetzt sehr intensiv. Aber ja, wir müssen halt zusehen, dass wir relativ schnell wieder in die Form kommen, die wir vielleicht kurz vor Weihnachten hatten. Der gesamte Erfolg, den wir in den letzten Jahren erreicht haben, fußt eigentlich auf dem Teamgeist. Jeder weiß, nur zusammen sind wir wirklich stark. Und klar, wir haben jetzt im Wintertrainingslager keine Neuzugänge, die wir irgendwie integrieren müssen. Deswegen kennt man sich schon. Aber trotzdem ist, wenn man 7 Tage natürlich aufeinander ist, auf einem Platz, viele Gespräche führt, ist natürlich trotzdem förderlich für den Teamgeist. Und das kann uns dann natürlich auch in der Rückrunde tragen. Ja, das 2-2 war schon extrem wichtig, weil wir gemerkt haben, dass man auch gegen so eine Mannschaft, Borussia Dortmund, die klar jetzt vielleicht nicht die beste Hinrunde gespielt hat, aus deren Sicht trotzdem eine Supermannschaft hat, qualitativ sehr gute Spieler hat, dass man da auch in Dortmund halt einen Punkt mitnehmen kann. Dann kam eine einigermaßen zufriedenstellende Phase mit dem Heimsieg gegen Bremen, ein paar Punkte, die wir gesammelt haben. Dann hatten wir trotzdem eine Phase rund ums Pokalspiel, wo es eher kritischer war, wo wir nicht das, was uns auszeichnet, auf den Platz bekommen haben, wo man dachte, okay, jetzt müssen wir uns irgendwo jetzt zusammenreißen. Und dann natürlich der goldene Abschluss mit den 3 Siegen am Ende, kurz vor Weihnachten, wo wir dann das, was wir vielleicht in den Spielen vorher einfach gelernt haben, dann umsetzen konnten. Klar, wir konnten uns immer auf unser Stadion, auf unsere Heimstärke verlassen irgendwo, was jetzt trotzdem für die Rückrunde natürlich nicht heißt, dass es automatisch so weitergeht. Müssen wir weiterarbeiten. Aber ja, das tat natürlich nochmal richtig gut, kurz vor Weihnachten dann diese 9 Punkte zu holen und sich somit eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. Ich bin auch kein Freund davon, das immer großartig in Heim- und Auswärtsspiele zu trennen. Klar ist es bei uns so in den letzten Jahren immer so gewesen. Zu Hause waren wir eine Macht. Zu Hause haben wir viele, viele Punkte geholt. Trotzdem müssen wir irgendwie das, was wir zu Hause uns auszeichnet, einfach auch probieren, auswärts auf den Platz zu bekommen. Und es ist trotzdem das gleiche Spiel. Klar sind die Rahmenbedingungen vielleicht ein bisschen anders. Klar, gegnerische Fans, größere Stadien vielleicht. Aber darüber sollte man sich keine Gedanken machen. Und ob es jetzt am Ende ein Vorteil ist, ja, dass die Großen kommen. Ich glaube, zu Hause haben wir wirklich schon in den letzten Jahren gezeigt, können wir wirklich jeden schlagen. Also auch die in Anführungsstrichen großen Mannschaften. Und ja, auswärts müssen wir dann vielleicht dann den einen oder anderen Punkt mehr doch sammeln, weil das werden dann die entscheidenden Spiele um den Klassenerhalt sein gegen vermeintliche Konkurrenten. Aber ja, das großartig zu trennen, heim, auswärts, bin ich kein Freund von. Wir sollten das, was uns auszeichnet, einfach in jedem Spiel auf den Platz bekommen und das ist unabhängig, wo und wann wir spielen. Mit 20 Punkten werden wir nicht weit kommen. Da wird uns die ein oder andere Mannschaft noch überholen. Von daher heißt es weiter jedes Wochenende nutzen, probieren, Punkte zu sammeln, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist, abzusteigen. Also der Klassenerhalt steht über allem und wir sind immer noch ein Aufsteiger. Und diese gute Ausgangsposition dürfen wir jetzt nicht fahrlässig irgendwie verspielen, wo wir denken, wir sind jetzt die Größten, weil dann machen wir schon den ersten Fehler. Ich glaube einfach, dass ich mich in Heidenheim wohlfühle. Meine Frau fühlt sich unglaublich wohl. Wir haben Fuß gefasst, haben einen Freundeskreis außerhalb vom Fußball, fühlen uns in der Mannschaft wohl, im Verein einfach. Und dazu kommt einfach, dass ich persönlich einfach mit der Mannschaft, mit dem Verein gewachsen bin, mich entwickelt habe. Aber diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Also ich glaube, dass da geht noch viel mehr, sowohl für mich als auch für den Verein. Und warum das aufgeben und warum diese Entwicklung einfach stoppen und sagen, jetzt geht es woanders hin. Und von daher war es dann am Ende wirklich eine leichte Entscheidung. Und ich bin auch einfach froh, dass es dann die nächsten Jahre weitergeht.